Stopp! Ich halte das nicht mehr aus. Ständig nur schlechte Nachrichten. Ich kann dich so gut verstehen. Besonders in Krisenzeiten können schlechte Nachrichten überfordern. Ich bin Kuren und erkläre dir, wie du mental mit der Situation umgehen kannst. Faktoren wie Schicksalsschläge, Stress, mangelnder Selbstwert, körperliche Erkrankungen und auch äußere Umstände wie Krieg oder Naturkatastrophen beeinflussen unsere Psyche. Nach Regen folgt Sonnenschein. Ich bin auch manchmal traurig, aber dann reiße ich mich zusammen und dann geht's wieder. Ja, nee, so geht das eben nicht. Kleine Verstimmungen bis schwere psychische Erkrankungen können der mentalen Gesundheit schaden. Da hilft dann auch kein Zähne zusammenbeißen. Tatsächlich kosten die Behandlungen von psychischen Erkrankungen unser Gesundheitssystem jährlich rund 44 Milliarden Euro. Mental Health ist also kein Trendthema, sondern sollte von uns allen ernst genommen werden. Sie umfasst das emotionale, psychologische und soziale Wohlbefinden und ist damit mindestens genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Wenn es uns gefühlstechnisch und im Geiste nicht gut geht, leidet auch unsere Lebensqualität. Genauso wie unser Miteinander, sei es privat oder auf der Arbeit. Das Gute ist aber, genau wie mit seinem Körper, kann man seinem Geist etwas Gutes tun. Aber auch in verschiedenen Lebensabschnitten ist die mentale Gesundheit anfälliger. Schon mal was von Quarter-Life-Crisis gehört? So nennt sich die typische Sinnkrise in den 20ern. Warte mal, da stecke ich ja drin. Ich meine, man muss in dieser Zeit auch einfach viele Entscheidungen treffen und einige fühlen sich wirklich endgültig an. Was will ich studieren? Bin ich Kaffee- oder Teetrinker? Beziehungsunfähig oder nur Freigeist? Wo will ich hin mit meinem Leben? Wer soll das alles bezahlen? In Deutschland und Österreich hielten mehr als die Hälfte der befragten Studierenden Ende 2021 ihre mentale Gesundheit für nicht gut oder sogar schlecht. Ein Faktor ist natürlich dabei die Pandemie. Aber auch schon vorher hatten Social Media, FOMO, Stress und viele andere Faktoren Einfluss auf die Psyche von Studierenden. Und dann sind da noch Krieg und Inflation. Jeder dritte Studierende ist durch die Inflation und die Energiekrise armutsgefährdet. Kein Wunder, dass man sich dann überfordert fühlt. Und das gilt natürlich nicht nur für Studierende, sondern auch für alle anderen, die versuchen, in dieser Welt klarzukommen. Lass mal ein Like da, wenn es dir manchmal auch so geht. Und was soll ich jetzt machen? Alles ignorieren? Das ist tatsächlich nie eine Lösung. Es gibt einige Dinge, die die Psyche jedes Menschen positiv beeinflussen. Das sind zum Beispiel ausreichend Bewegung, Ruhepausen, genug Schlaf und vor allem gutes Essen. Okay, dann stehe ich jeden Morgen um 6 Uhr auf, dann 30 Minuten Yoga, meditieren und dann eine richtig gesunde Smoothie Bowl. Oh, mal langsam. Wenn du anfängst, es mit einem Pflichtprogramm zu übertreiben, bringt es gar nichts. Das baut auch nur wieder unnötig Druck auf. Mach dir zuerst bewusst, woher deine negativen Gefühle kommen. Wenn du deine Bedürfnisse achtsam wahrnimmst, bringt das schon viel. Dich ziehen die ständigen schlechten Nachrichten und Push-Benachrichtigungen runter. Stell sie einfach aus. Stell dir feste Timeslots für Infos zur aktuellen Lage ein. Dann hast du auch den Rest des Tages Platz im Kopf für schönere Dinge. Einmal durch Social Media gescrollt und dein Selbstwert ist im Eimer? Dann räum deinen Feed auf. Du musst niemanden folgen, nur weil ihr im realen Leben befreundet seid. Abonnier nur Accounts, die dir wirklich gut tun und lass dein Handy auch mal aus. Zu viel vergleichen tut auch nicht gut. Investier die Zeit doch lieber in was Wohltuendes. Vielleicht helfen dir Meditation, Spaziergänge, Musik oder Sport. Horche immer wieder in dich rein und höre, was deine Seele möchte von dir, mein Sohn. Aber ich fühle mich oft so hilflos, wenn ich sehe, was in der Welt alles passiert. Petitionen unterschreiben oder auf Demos gehen können da ein Mittel sein. Auch soziales Engagement kann dir bei diesem Gefühl helfen, aber auch hier nicht übertreiben. Was wir vermutlich alle lernen müssen, ist es, Nein zu sagen. Bei der Arbeit und auch im Freundeskreis gibt es viele Erwartungen. Du musst sie nicht alle erfüllen. Und selbst wenn du viel Stress hast, darfst du dir auch Zeit für deine Liebsten nehmen und Spaß haben. Tausch dich auch mit deinen Freunden und Freundinnen über deine Gefühle und Gedanken aus. Kann helfen. Last wird immer weniger, wenn man sie auf viele Schultern teilt und man fühlt sich auch nicht mehr so allein. Wenn du aber alleine nicht mehr aus deiner schlechten Stimmung rauskommst, such dir Hilfe. Da ist es auch egal, dass es anderen schlechter geht als dir. Deine Gefühle sind wichtig und du verdienst es, glücklich zu sein. Viele Studierendenwerke bieten kostenlose Hilfe bei psychischen Problemen. Oder du wendest dich an die Deutsche Depressionshilfe oder die Telefonseelsorge. Die Website und die Telefonnummer findest du auch in der Infobox. Übrigens bist du mit einer Depression nicht alleine. Jeder 5. bis 6. Deutsche erkrankt in seinem Leben daran. Mentale Gesundheit ist also wichtig für uns alle. Wenn die Arbeit ein stressiger Faktor für dich ist, dann schau dir unbedingt dieses Video zum Thema 4-Tage-Woche an. Das war's von mir. Ciao.